geht doch. Was ist das für ein Zettel in deiner Schultasche? Der ist nicht weiter wichtig. Mein Vater hat heute Morgen wieder einmal vergessen, mein Frühstück rauszustellen. Oh. Edna, Edna, Edna! Es gibt sogar ein Riesenrad! Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Tut mir irgendwie leid gerade. Edna, Edna, Edna! Sie haben ein Karussell! Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Weiter geht's. Edna, Edna, Edna! Da ist ein Zirkus in der Stadt. Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Edna, Edna, Edna! Die Badesaison hat begonnen. Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. So, jetzt der Hornbusch. Vielleicht kannst du Herrn Hornbusch bitten, wieder am Unterricht teilzunehmen. Und das aus deinem Munde, Harvey? Wieso? Da draußen können wir viel mehr Unheil anrichten. Auch wieder wahr. Herr Hornbusch! Jetzt kommt das Letzte wahrscheinlich. Ja. Wir sollten hinaus in die weite Welt. Psst, später, Harvey. Hinter dieser Tür beginnt der Spaß. Irgendwas haben wir vergessen hier. Edna sieht irgendwie unglücklich aus. Hier hat sich nichts geändert. Schade. Ja. Hier so eine komische kleine Fliege. Die schwirrt immer dann rum, wenn man es nicht will. Mann, da kann man auch nichts machen. Da steckt ein Brief in der Tasche von Herrn Hornbuschs Mantel. Echt jetzt? Das ist der Mantel von der Hornbusch. Okay, ich bin gerade sprachlos. Nochmal. Entweder habe ich einen Knick in der Optik oder es ist wieder irgendwo so ein versteckter Gag. Gut. Ich weiß jetzt gerade echt. Das ist Ednas Lehrer, Herr Hornbusch. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, was wir machen sollen. Guck dir nur diesen Schnösel an. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna. Ist das da die Handschrift von deinem Vater auf dem Zettel? Ja, wieso? Es ist nur ein kleines Memo über mein Pausenbrot. Nun, wie wäre es, wenn wir einen eigenen Zettel an Herrn Hornbusch formulieren? Im Namen deines Vaters. Du meinst, wir fälschen seine Handschrift? Wir borgen sie uns nur. Immerhin hast du hier Zeit genug, sie zu üben. Oder hast du etwa etwas Besseres vor? Du hast recht. Das klingt wirklich nach einer guten Idee. Vielleicht schaffe ich es dann ja doch noch, das Wetter zu genießen. Aha. Es hat ja gut geklappt. So hast du damals gelernt, Unterschriften zu fälschen. Mit der Zeit wurdest du so gut, dass du jede beliebige Unterschrift imitieren konntest. Nur vom Draufgucken. Ja, ich glaube, ich könnte das immer noch. Ich hoffe sehr, dass mir das weiterhilft. Dieser Klassenraum zählt nicht gerade zu meinen Lieblingserinnerungen. Ja, gut. Ach, hier haben wir ja Putzi. Das ist ja Putzi. Harvey konnte Putzi nie leiden. Putzi muss Harvey töten. Putzi muss Harvey vernichten. Ach ja, immer noch der alte Putzi. Oh, ich finde den niedlich. Also ich finde den mit der Stimme ist genial. Leider geil. Ja gut, dann gehen wir mal raus. Und so viel, wie ich mich jetzt ein bisschen so
befasst hatte, müsste ich jetzt hier hoch. Und da rein. War das Diplom? Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Benutzen? Ich hätte auch gerne so eine markante... Warte mal, da war doch was. Was war da? Was? Also, an alles kann ich mich auch nicht erinnern. Ja, einfach mal unterschreiben. Darauf hat schon wer unterschrieben. Oh, ein bisschen mal bekritzeln. Stuhl. Ja, tun wir erstmal alles bekritzeln hier. Also, das ist das Gleiche. Nein, ich will mir nicht den Ausblick ruinieren. Oh, schade. Ansehen. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Ah, hier. Ah, gut, jetzt haben wir's. Ich kann die Unterschrift jetzt perfekt imitieren. Oh ja, so viel wie du gerade geschrieben hast hier. Perfekt. Einmal rausgehen hier. Und weiter geht's. Nee, vorher will ich mal kurz was prüfen. Einmal da oben rein. Vorher muss ich was prüfen. Ob der noch da steht. Tiger Woods Junior blockiert das Fenster. Und er sieht wütend aus. Oh. Oh, Ketchup. Da. Ah. Ja. Was denn du? Hey! Schade. Ich dachte, er hat jetzt so einen roten Kleck am Kopf. Na gut. Haben wir den Herrn Stiesel mal wieder besucht. Er hat sich auch bestimmt schon alleine gefühlt. Na gut. Das war aber clever mit dem Buch. Muss ich selbst sagen, also. Na gut, dann geht's erstmal runter. Ich glaube noch weiter runter. Ist jetzt ganz weit runter, glaube ich. Weiter hinten runter. Ja, geh. Treppen. Da. So. Ah, das ist wieder verbuggt. Genau. Und? Sehr gute Idee! Ich unterzeichne den Wisch einfach im Namen von Dr. Marcel. Ja, super. Jetzt haben wir Unterschriftformular. Aber vorher wollte ich mal was anderes probieren. Das wollte ich eigentlich damals schon probieren. Wo wir damals in der Küche waren. So, Gabel. Schwere Entscheidung. Behalte ich die Gabel oder werfe ich sie in ein dunkles Loch? Ich glaube, ich behalte sie. Na gut, dann müssen wir mal kurz... Hallo? ...unser Maulwurf hier jemand rausholen. Zu Hause? Huch? Emilio. Ja? Was gibt es? Was gibt es? Sorry, ich wollte nicht stören. Kein Problem. Ach Mist, hätte oben bleiben können.
Ich bin gerade richtig so am Überlegen. Na gut, gehen wir erstmal zu den Programmierern. So. Ich hoffe, es läuft jetzt alles klar. Ich hatte, wo ich die Aufnahme schon begonnen hatte, hatte ich auch so ein bisschen Anfang gespielt. Und ja, da hatte ich mir auch ein bisschen mit dem Klassenzimmer da befasst, aber bin noch nicht groß weitergekommen. Also ich habe die Aufnahme zwar gestartet, aber die Tonaufnahme, also sozusagen mein ganzes Gequatsche hab da, also hatte ich nicht aufgenommen. Ja, kommst du da runter? Genau. Ja, bloß mein Gequatsche hat sich mit aufgenommen. War da ein bisschen doof. Jetzt, wo muss ich hin? Wo waren die? Waren die nicht unten gewesen? Ich glaube mal ja. Ja, genau. Und hier muss ich noch was nachmachen. Dadurch, dass die Dame, beziehungsweise letzten Aufnahme ist mir ja mein... Ach, Minecraft, sag ich schon. Mensch. Edna bricht aus, abgeschmiert. Und ja, da bin ich dann schnell durchgerusht, dass ich da schnell weitermachen konnte. Aber wir tun jetzt mal hier ein bisschen wieder. Kunst. Mal. So. Schnipp, schnapp. Pipi ab. Den fasse ich nicht. Okay. Dann geht es weiter. Idiot. Und noch irgendwas. Ah ja, Captain Unbrauchbar gibt's ja auch noch. Ja. Ja. Da besteht überhaupt keine Ähnlichkeit. Hm. Na gut, schade. Gut, müsst du eigentlich alles haben. Cool, tun wir noch die anderen machen. Aus Jux. Ich habe mal geträumt, ich sei eine Tomate. Jemand warf mich. Ich traf einen Frosch an der Brust und zerplatzte schreiend. Buh-Rufe. Dann war alles rot. Und dann weiß. Hm. Na gut, anscheinend kann man die Binde nicht machen. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ja, das kennen wir ja schon. Gut. Ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Sehr gut. Setzen Sie sich bitte zu den anderen, ja? So, wenn wir dann soweit sind, möchten Sie denn als neues Mitglied der Runde beginnen? Beginnen wir? Ja, klar. Ja, kann ja, es kann losgehen. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal der Gruppe vor. Wenn es sein muss, hallo Gruppe. Flatula Busel. Sag mal richtig? Ach, komm. Ich bin Flatula Buselgarn. Ah, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Aus der Jugend? Ich wurde immer im Keller eingesperrt. Die Azteken haben nachts immer meinen Kühlschrank geplündert. Oh Mann. Oh, das. Ich wurde immer im Keller eingesperrt. Im Keller? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Rettich gewesen wäre? Eierschale. Mokka-Aktarin gestopft. Oh Mann, ob ich die Farbe überhaupt schon mal gesehen habe, ist fraglich. Na ja, gut, machen wir mal.